Wir machen heute eine Tierlist und zwar, vielleicht kennt ihr diesen einen YouTuber und zwar Tierzu. Der macht ja immer Tierlists, ja, der rankt Tiere tatsächlich oder halt irgendwelche Dinosaurier oder sowas und zum Beispiel Are Crocodiles OP. Ja, ist halt mega lustig, der hat halt hier immer so ein cooles Interface, während die Tiere so kämpfen und so weiter und so fort, er analysiert halt dann die ganzen Skills. Dann hast du halt hier diese Tierlist, wo halt oben, ganz oben so krasse Sachen sind wie ein Delfin oder ein Krokodil, ja, die sind dann S-Tier und unten die ganz schwachen Sachen. F-Tier. Und ich habe hier auch so ein Ding vorbereitet. Das ist tatsächlich ein Video von Florian, einem alten Cutter. Der meinte, rank doch mal deine Videos. Und das machen wir jetzt heute. Was finde ich krass und was ist das S-Tier? Wir ranken die Skills in diesen Videos. Und dafür brauchen wir alle Videos von mir. Wir machen nämlich eine Zeitreise heute. Tomary. Wir fangen von Anfang an bis zum Ende. Und zwar, wir gehen von den Skills aus, wenn man sie wirklich mega nice beherrscht. Wenn man die dann perfektioniert hat. Auch mal in den ganzen Chat. So, ihr seid jetzt berühmt. Let's go. Also, wir fangen an mit dem allerersten Video und zwar Einschlafen in einer Minute. Und ich würde sagen, das ist, also wenn man das denn drauf hat, ja, ist das übel der heftige Skill. Also Einschlafen in einer Minute ist so mit auf jeden Fall das krasseste, finde ich. Also das ist definitiv S-Tier, ja. Also Einschlafen in einer Minute, was sagt ihr dazu? Einschlafen zu können in einer Minute ist eigentlich schon ein bisschen broken. Also das müsste eigentlich schon genervt werden. Aber ist es S oder A? Ich mach's mir erstmal zu A. Wir brauchen noch ein bisschen Luft nach oben. Kann natürlich sein, dass noch was Krasseres hier kommt. Weil ich schließe mal ein paar Fenster hier. Guck mal, zack, weg, zack, weg. Weg, 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 weg. Der nächste Skill ist Augen unabhängig voneinander bewegen. Ja, das kann ich tatsächlich noch. Ist eigentlich schon creepy, ne? Das ist nicht so der krasseste Skill. Also Augen, also ich würde F eigentlich. Also eigentlich, ja, es ist nicht ganz, okay, es ist schon E. E oder F, was schreibt ihr? F, F in den Chat oder E in den Chat? F. Wir machen E. E in den Chat. Luzides Träumen. Also ich habe das leider nicht komplett hingekriegt, aber wenn man luzides Träumen meistert. Dann ist das geil. Okay, luzides Träumen. Also du kannst wirklich jeden Dreck machen im luziden Träumen. Locker ist das A. Also locker ist das A. Bringt nicht so viel. Also luzides Träumen, es ist einfach ein extra Leben, in dem du machen kannst, was du willst. Das bringt dir einfach Lebenszeit. Handy drehen, ja. Also sein Handy, ja, hier ist es. Hier ist es ein bisschen zerbrochen. Wahrscheinlich, weil ich es zu oft gedreht habe. Sein Handy zu drehen, ja, ungefähr so. Das ist jetzt halt nicht der wildeste. Das ist auf jeden Fall ein F. Eine Woche auf Fiverr arbeiten und ist das ein Skill? Das ist ja eigentlich nicht ein Skill, oder? Aber man könnte jetzt argumentieren und sagen, ja, okay, hier selbstständig seine Brötchen verdienen auf Fiverr. Das könnte schon ein kranker Skill sein an und für sich. Aber ich würde sagen, nee. Einen Tag nichts machen hingegen ist definitiv ein nicer Skill. Ich meine mal Mittelfeld. Maxi schreibt es auch, das C. Zeichnen lernen. Oh, was für ein Skill ist Zeichnen? Ich schätze, also Zeichnen ist, ich weiß nicht, ob es so krass ist wie luzides Träumen, aber wenn man so richtig gut zeichnen kann, was ich natürlich noch nicht kann, aber wenn man es kann, dann ist Zeichnen S schreiben viele Leute. A oder S. S. A oder S. Wir machen mal eine Umfrage. Poll. Abstimmung. Geht in Richtung, ja, geht Richtung A. Also ich finde Zeichnen schon wild, aber wenn hier luzides Träumen auf A ist, dann würde ich Zeichnen auch nicht krasser machen. Essen zu können für 1 Euro am Tag ist jetzt nicht geil. Ein Leben lang das zu machen ist schon wack, aber das mal eine Woche durchzusehen, das geht schon. Deswegen ist es jetzt auch nicht komplett krass. Aber an und für sich das zu können, für schwierige Zeiten, ist es ein Skill, ne? Ja, also es ist schon krasser als eine Woche, als nichts zu tun. Ich würde schon auf B setzen, um ehrlich zu sein. Weil wenn du das halt ein Leben lang durchziehen würdest, oder wie viel Geld du dir sparen würdest, das ist insane eigentlich. Eine Woche kein Handy. Machen wir die, das ist jetzt nicht so krank. Aber, haha, 100 Stunden arbeiten. Dazu mache ich wieder eine Umfrage, das dürft ihr entscheiden. Die Abstimmung sagt definitiv S, okay, mit Abstand aber wirklich auch. Einmal für C stimmen, damit das nicht so alleine ist. Keiner will für C stimmen. Schade. Okay, jetzt stimmen die Leute C. Ah. Ist halt die Frage, ist das krasser als luzides Träumen? Weiß nicht. Also eine Woche beim Lieferdienst bestellen ist jetzt nicht der heftigste Skill. Das ist jetzt eigentlich eher so, das ist schon eher so Larry-mäßig eigentlich, ne? Aber Spanisch lernen, hui, was ist denn das für ein Skill? Ich weiß nicht, aber entweder A oder B. Also ich würde es nicht auf S setzen. S für Espanol vielleicht. Das könnte eigentlich hinhauen. S für Espanol, was sagt der? Spaß. Mach's mal vielleicht hier. Ich ordne es später nochmal ein, aber ich mach mal erstmal so. Börsenhandel. Ja, okay, das ist jetzt halt die Frage, ne? Also, das kann ja beides sein. Also, Börsenhandel. Komm, Spanisch machen wir auf B. Börsenhandel. Angenommen, du schaffst es halt wirklich jetzt krank, irgendwie effizient Börsenhandel zu betreiben und halt gewinnbringend, dann ist das schon nice. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass. Also, CFD-Trading an für sich ist entweder C, F oder D. Was halt ein Spaß. B für Börse. Wir machen mal E for Effort. So. Also da habe ich ja wirklich gezockt in dem Video. Da war ich halt ein Noob, da habe ich gezockt und ich habe ja mehrere Aktienvideos, deswegen kann man die auch gut verteilen hier. CFD-Trading hier so eher, wie ich das gemacht habe, auf jeden Fall nicht so. Habe ja auch Verlust gemacht, lul. Silent Subliminals, ja okay, also wenn du es könntest, dann wirklich, also okay, Silent Subliminals. Dafür werde ich jetzt wieder Hate kassieren. Silent Subliminals ist definitiv das Krankste, was es gibt. S für Silent Subliminals. Steht auch im Namen. Nee, Spaß, F. Die ganzen Finanzsachen, die ranke ich jetzt
in der Reihenfolge, wie nice es ist, damit Geld zu verdienen. Und bei Online-Umfragen, ich mach's mal so, alle über 15, also jeder, der 16 ist, findet auf jeden Fall einen besseren Weg, Geld zu verdienen als das. Definitiv. Aber dann gehen wir nochmal zurück und machen Fiverr. Ich habe da 800 Euro in einem Monat Fiverr verdient. Fiverr an und für sich wirklich not bad. Also definitiv deutlich besser als Umfragen. KSK, da lasse ich euch selber einfach abstimmen. Ich würde es auf B setzen, to be honest. Warum ist bei solchen Rankings das höchste eigentlich S? Ich weiß auch nicht. A, B, C, D, E, F, das wären quasi einfach Schulnoten in den USA. Und S ist quasi die Special Tier, die Sonder, also übel Neues. Abitur schaffen ist schon eigentlich nützlich. Also, das ist schon nützlich. Wir machen es jetzt unabhängig davon, wie ich in diesem Video performt habe und so weiter und so fort. An und für sich ist es Abi zu schaffen schon S. Sagen wir mal A. Es gibt wichtigere Sachen im Leben. Ich würde schon sagen, dass harte Arbeit im Leben wichtiger ist als ein Abi, auf jeden Fall. Aber Abi ist auf jeden Fall schon so mit das Wichtigste, würde ich sagen. Harte Arbeit ist auf jeden Fall wichtiger als ein Abi, aber harte Arbeit hilft dir halt auch, das Abi zu kriegen, weißt du? Also A oder S ist schwierig. Man müsste eigentlich, also ich würde jetzt, ein Abi ist schon besser als in einer Minute einschlafen zu können. Eigentlich schon. Also wenn man ehrlich ist, müsste man das vielleicht nochmal ein bisschen umstrukturieren. Vielleicht so. Also eigentlich, wenn man ehrlich ist, müsste man es so machen. Und dann den hier auch nochmal runter. Ja, ich glaube, das ist fairer. Also Abi ist auf jeden Fall besser als die Sachen hier. Das muss man halt einfach so sagen. Da kommen wir auch schon zum nächsten, und zwar eine Woche Online-Casino. Und das ist definitiv F. F ist es. Also gerade um Geld zu verdienen, ist das halt einfach F, weil das ist ein, ich würde es auf G setzen. Also allein dafür müssten wir jetzt hier eigentlich mal eine G einführen, weil das ist schon echt weak. Gut, dass bezahlte Umfragen auf E ist, weil das ist definitiv deutlich besser als das hier. Hacken lernen ist schon ein Skill. Oder generell Hacken ist ein Skill. Also, naja, auch unabhängig davon, wir gehen davon aus, dass man es richtig gut kann, nicht so wie ich. S würde ich auch nicht sagen, aber Hacken, ja, je nachdem halt, ne? Also je nachdem, also wir machen es mal, Hacken / Cybersecurity ist schon nice, ist schon, also je nachdem, wie gut du es kannst, ist auch klar, ne? Also wenn du der Beste bist, dann ist es natürlich hier oben, wenn du jetzt halt das halt so kannst wie ich, dann ist es halt also mega unnützlich eigentlich. Ich mache auf jeden Fall mal A. Hacken ist schon dope. Ach, ich mache trotzdem B. Es ist schwierig. Also es ist schwierig, es ist schon nicht absolut OP. Na, es kann schon OP sein, ach damn. Also die Welt wird halt immer, also Hacken wird eigentlich immer wichtiger. Komm, wir machen mal hier hin. Muss man schon sagen. Einen eigenen Song machen, das ist geil. Also wenn du, also das ist schon wild. Ist es, kurz mit vergleichen, ja. Ich würde vielleicht Zeichner nochmal hochsetzen. Ihr seid eher für B, aber ist ja egal, ist ja meine Ranking. Ich habe so geordnet, guck mal, was sagst du dazu? Arbeiten ist nice. Ja, aber das ist nicht so nützlich, wenn du das jede Woche machst und dann nach 2 Monaten Nervenzusammenbruch hast. Aber du kannst ja auch jede Woche machen. Ja, dann verdiene ich so weniger Geld. Und was ist, wenn man es jede Woche macht und keinen Nervenzusammenbruch kriegt? Normal ist eine 40-Stunden-Woche und ich bin, okay, ich arbeite. Ja, okay, also 40-Stunden-Woche ist natürlich nice, wenn du leben willst. Also wenn du wirklich leben willst, dann nimm dir Teilzeit. Finde ich voll geil, support dich komplett. Also, aber wenn du was erreichen willst, wirklich, dann sind 40 Stunden schon ausbaufähig. Nehmen wir mal, ohne jetzt genau zu sagen, was mein Vater macht, mein Vater als Beispiel. Man kommt auch weit ohne so eine große Anzahl von Stunden, also ganz ehrlich. Also 80 oder 70 Stunden die Woche zu arbeiten ist schon legitim, wenn du halt Bock drauf hast und halt dir Spaß macht. Wenn natürlich nicht, dann finde ich auch 30 Stunden super gut, weil Leben ist halt wichtiger, wenn dir das so gefällt. Das muss jeder für sich selber wissen, ganz einfach. Okay, App entwickeln, ja, das ist schon nice. Ich würde es auch hier rauf machen. Man lebt, um zu arbeiten. Pinto Ehre, das ist das Motto. Telekinese. Was sagst du? Das ist über S, also das ist absolut komplett. Das hier? Das, ja, ja, ja. Genau. Okay, dann lassen wir es auch. Schön. Also auf jeden Fall hier, ne, wenn ihr das könnt, all the way up. Rasieren, ja, also rasieren ist ein nützlicher Skill. Wieso hast du das Schielen-Ding da nach dahin gemacht? Was ist das denn? Das ist der unnötigste Skill ever. Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist besser als zu schielen. Hier ging es ja ums Investieren und als solches würde ich jetzt auch festlegen, generell, also investieren hier als Skill ist schon, ja, man muss dafür auch nicht viel können eigentlich, um anzufangen, also ne, wir setzen das mal gleich mit gut mit Geld umgehen, mit sparsam sein, mit was davon investieren, zur Seite legen und halt nicht alles auf den Kopf hauen. Backflip, mal wieder ein Skill, also du kannst also, schon krank Leute beeindrucken. Ich wollte genau das gerade sagen. Also schon Conversation Starter, ich würde auf jeden Fall auf B setzen. Dann Schlösser knacken, das ist auch die das Frage, weil... Das ist richtig wichtig, weil... Nummer 1 Einnahmequelle von mir ist tatsächlich in Wohnungen. Genau, ich würde das auch nicht als Skill ranken, sondern als Einnahmequelle. Und da ist die eigentlich auf S. Ja, wir machen es halt, Klavier spielen. Das ist ein Top-Skill. Das ist ein Top-Notch-Skill. Ohne Witz, das ist S. S! Nein! A. Klavier ist A. Wir müssen das oben noch ein bisschen umsortieren, aber also ich würde nicht sagen, dass Klavier viel geiler ist als Zeichnen, oder? Ich mache erstmal also, hier. Also das zu verknüpfen, dieses ganze Multitasking. Nein, du machst das jetzt wieder auf S. Ist es nützlicher als einen eigenen Song? Also es kann ja höchstens so hoch sein eigentlich, ne? Das ist auch nicht nützlicher als ein Abi oder als Investment.
oder als eine eigene App programmieren zu können. Französisch. Ich würde sagen, genauso nützlich wie Spanisch. Dann, Pro-Gamer. Okay, jetzt will ich aber wissen, mit welcher Argumentation ist Klavierspielen nützlicher? Ist natürlich sehr subjektiv, ne? Die werden jetzt viele Leute abfacken. Hund sprechen? Wie nützlich ist es für einen Hund zu sprechen? S. Also schon OP eigentlich. Ich würde nicht auf F machen, weil man kann damit nützliche Sachen machen. Es ist lustig. Ja. Es ist sehr lustig. Es ist nicht so nice wie Programmer, auf gar keinen Fall. Okay, alles merken Trick. Ich glaube, der kann mega nützlich sein. Für mich persönlich jetzt nicht so krass, weil ich mir einfach nie Sachen merken muss. Aber an für sich ist schon imbar eigentlich, ne? Schon sehr nice. Das ist... Mit einem hohen Umsatz ist auf jeden Fall sehr... Es ist nützlich, sag ich mal so. Alles zu können ist ein kranker Skill. Oh Mann. So, hier haben wir alles mal gerankt. Willst du noch was dran rütteln? Ja, also wie gesagt, die 100-Stunden-Woche gehört definitiv nicht nach da oben. Was gehört da nach oben? Zeichnen, Klavierspielen. Schwierige Nummer. Jetzt ist halt die Frage, wonach definierst du den Nutzen? Aber ich würde schon sagen, das Klavier schon und Zeichnen auch mega. Hier so. Noch weiter runter. No way. Ja. Langfristig einfach Wir lassen 100, also locker. Ne, das ist schon... Das ist schon ein Skill to have. So, lassen wir da. So, das ist das komplette Tomori Tierlist Ranking. Heute kam die Sony A7S3. Da seht ihr ein Unboxing wahrscheinlich morgen auf meinem Zweitkanal. Das war's von diesem Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, von diesem Video, dann schaut es euch einfach nochmal an. Ihr könnt einfach hier wiederholen. Das ist gar kein Stress. Ansonsten abonniert gerne diesen Kanal. Schaut bei Sophie vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.